Die Luxemburger kommen gerne nach Trier zum Einkaufen, Möbel, Klamotten, auch gerne zum Essen. Wir Trierer fahren gerne nach Luxemburg zum Tanken, Tabak kaufen, Kaffee kaufen und Alkohol kaufen. Der Trierer fährt nach Luxemburg, um dort Zigaretten und Kaffee zu kaufen und zu tanken. Und im Gegenzug kommt der Luxemburger dafür nach Trier, um bei uns gut zu essen und den Zionalier zu kaufen. Manchmal gehen wir auch noch in Konzerte. Ich arbeite im Erziehungssektor in Luxemburg, im Erziehungsbereich, bin Sozialpädagoge und das einfach aus dem Grund, weil dort eben die gesellschaftliche Anerkennung eine höhere ist und damit auch ja, die Verdienstmöglichkeiten. Meinen Lebensmittelpunkt habe ich hier in Trier. Ich bin Kinderarzt, komme ursprünglich aus Luxemburg, wohne und lebe hier in Trier und bin froh, hier arbeiten zu können wegen den Gegebenheiten. Es gibt kein vergleichbares Haus in dieser Größe hier im Umfeld. Ja, ihr wollt wissen, wovon ich so gerne nach Luxemburg fahren. Und zwar die Philharmonie. Wir fahren da so gerne hin, weil wir da Konzerte finden, die wir einfach hier in Trier nicht haben. Und das genieße ich sehr. Ja, und man kommt auch super gut von Trier aus hin zur Philharmonie. Man kann mit dem Bus fahren von dem Parkplatz bei St. Matthias und nach dem Konzert bringt dann der Bus auch sofort wieder zurück. Theoretisch, also wir haben es noch nie geschafft, weil wir es halt sehr genießen, dass man nach den Konzerten in der Philharmonie noch so schön mit Freunden ein Weinchen trinken kann. Das geht natürlich nicht, wenn man dann schnell zum Bus muss. Ja, das Nachtleben zwischen Luxemburg und Trier sieht folgendermaßen aus. Der Luxemburger, der fährt ganz gerne vor Mitternacht in die Stadt nach Trier zum Essen gehen und in einer gemütlichen Runde zu sitzen. Hingegen der Trierer Partygänger eher nach Mitternacht nach Luxemburg fährt, um dort internationales Partyflair erleben zu können. Ich bin Französin, ich bin in den Vogesen geboren und in 10 Jahren bin ich hier angekommen. Und seit 6 Monaten habe ich auch die luxemburgische Staatsangehörigkeit gekriegt. Und ja, ich mag gern hier wohnen, das ist für mich angenehm, nicht so weit weg von Düsseldorf, wo ich auch studiert habe, und auch nicht so weit weg von Frankreich. Und ja, Luxemburg ist eine schöne Stadt. Dann sind Sie ja Europa, ja? Ja. Ja, das ist toll.